13 Minuten war ich klinisch tot. Ich war dann 5 Tage im Koma. Ja, 2000 bin ich an Krebs erkrankt. War ein bisschen extrem jetzt, mit Kind verloren, Haus abgebrannt. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, ich spiele jetzt wieder Fußball, geht's mir nicht ganz gut. Viele Menschen hätten sich aufgegeben, viele hätten mit dem Schicksal gehadert. Dieter Eckstein nicht. Und das trotz dramatischer, zahlreicher Rückschläge. Mit 13 wird Eckstein vollweise, wächst bei Pflegeeltern auf. 4 Jahre nach seinem ersten Profivertrag stirbt sein Sohn Dennis am plötzlichen Kindstod. 1992 brennt sein Haus in Weißenbrunn bis auf die Grundmauern ab. Im neuen Jahrtausend der nächste Schock. Der liebe Gott scheint sie ja lieb zu haben. Ne? Sie hatten ja schon mal eine riesengesundheitliche Problematik mit Krebserkrankung, oder? Ja, das stimmt. Ja, 2000 bin ich an Krebs erkrankt. Hab da auch 1,5 Jahre rumgekämpft mit Chemo und mit allem drum und dran. Eckstein besiegt die tödliche Krankheit und entkommt dem Tod 10 Jahre darauf. Erneut. Bei einem Benefizspiel in Regensburg bricht er auf dem Platz zusammen. Herzstillstand. Also 13 Minuten war ich klinisch tot, ja, und hatte damals wahnsinniges Glück gehabt, dass 2 Feuerwehrleute, die bei dem Spiel zugeschaut haben, damals da waren. Sie haben erste Hilfe geleistet, haben mir praktisch das Leben gerettet. Und dem bin ich heute noch dankbar. Und ja, gleich danach, wie gesagt, ich war dann 5 Tage im Koma. Bin dann aufgewacht, die Ärzte haben mir dann erzählt, dass es ein schwerer Hinterwandherzinfarkt war mit Herzstillstand. Und ja gut, es gab Operationen, ich habe einen Defi und Herzschrittmacher eingepflanzt bekommen. Kam dann auf Reha und habe mich dann so peu à peu, es hat ein bisschen gedauert, so peu à peu erholt. Tod und Verlust. Immer wieder begegnen sie Dieter Eckstein in seinem Leben. Immer wieder hat er die richtige Antwort. Eckstein bleibt sich und seiner Leidenschaft treu und läuft als Spielertrainer bei der DJK Mitteleschenbach in der A-Klasse zusammen mit seinen 3 Söhnen auf. Im Alter wird man immer weiter nach hinten versetzt und ich spiele halt als Libero noch. Ich unterstütze die Mannschaft so gut, wie es möglich ist. Ich möchte aufsteigen und Libero spiele ich ja nicht ganz gut. Seit 1,5 Jahren in Mitteleschenbach, ich habe noch kein Pflichtspieltor geschossen. Das tut mir ein bisschen weh, aber ich hoffe natürlich, dass es in der Saison noch klappt. Eckstein, das Idol des 1. FC Nürnberg. Der zweitbeste Bundesliga-Torschütze der Clubvereinshistorie kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. 1988 stand er sogar im Europameisterschaftskader der Nationalmannschaft unter Franz Beckenbauer. Ich glaube, beim ersten Länderspiel, wo er mich auch von Anfang an gespielt hat, hat er so ähnlich gesagt, geh einfach raus und spiel dein Fußball. Ja, ich bin auch dann ausgewechselt worden, ich weiß nicht, das war gegen Finnland, ein EM-Qualifikationsspiel. Wir haben 4-0 gewonnen damals in Helsinki. Und wo er mich dann ausgewechselt worden ist, ist er dann auf mich zugekommen und gesagt, Bub oder Junge, du musst noch ruhiger vor dem Tor werden. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Viel genutzt hat es nicht. Ich habe dann noch 2, 3 Länderspiele gemacht und dann bin ich leider nicht mehr eingeladen worden. Es reichte zu 7 Länderspielen und einem Treffer. Experten glauben, der Eckes ist als klassischer Außenstürmer in die falsche Fußballgeneration geboren worden. Was mir heute immer noch ein bisschen stinkt, ist, dass ich das ein oder andere Länderspiel zu wenig habe. Aber mit allem anderen bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe in einer Zeit gelebt, bin Nationalspieler geworden, habe in einer Zeit gelebt, wo wir eine Top-Mannschaft gehabt haben in Nürnberg. Ich habe super Typen kennengelernt, ich habe ein bisschen was von der Welt gesehen. Also daher bin ich eigentlich mit der Zeit, also wo ich gehabt habe, bin ich eigentlich restlich zufrieden. Eckstein, ein bescheidener, zufriedener Mensch. Der 48-Jährige schaut sich noch regelmäßig den Club im Stadion an, trifft dabei alte Wegbegleiter und Mitspieler. Das sind Dinge, wo er einfach im Leben auch, wo er zum Leben dazugehört. Ja, gut, war ein bisschen extrem jetzt. Kind verloren, Haus abgebrannt, Krebs, Herzinfarkt. Aber wie gesagt, das gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, es gibt auf der Welt noch schlimmere Dinge, noch wo man einfach das mit dem nicht vergleichen kann. Und deswegen sage ich mir, wenn ich jetzt mal die nächsten, sagen wir mal, 10, 20 Jahre Ruhe habe, dann bin ich zufrieden. Endlich keinen Schicksalsschlag mehr erleiden müssen, endlich ohne Rückschläge weiterleben können. Das der fromme Wunsch des Dieter Eckstein, der Clublegende. Mögen die Wege noch so steinig sein, den Eckes kriegt nichts klein.